la la. Drei Tage lang durchgehend hat es geschüttet aus riesengroßen Fässern. Das kann man gar nicht sagen, aus Eimern. Ich habe zumindest etwas geleistet. Eine neue Diagnose, eine neue These habe ich aufgestellt, damit meine Tittenoma wieder ihren Auftritt zelebrieren kann. Basti hatte Geburtstag, Sebastians Freund, und seine Freundin erzählte mir von ihrer Glutenallergie, berichtete von den Symptomen und ich dachte schon, ich höre nicht richtig. Übelkeit, nichts mehr essen können, extreme Schwäche, Fieber, nur noch im Bett bleiben, nicht mehr aus dem Bett kommen, schlafen, schlafen, schlafen und Abbau. Jetzt habe ich mir wieder Dr. Google zur Brust genommen, ein bisschen nachgelesen. Ich weiß jetzt nicht mal, was ich sagen soll. Wäre das eine Hoffnung? Könnte das das Problem sein? Mein Problem sein anstatt Kesimpta? Für das es eben dann keinerlei Alternative gäbe? Außer absetzen und Schübe, 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 bis du dich umbringst? Nächste Woche müsste der Internist wieder da sein. Ich werde mir noch einen Termin besorgen, mit meiner Theorie vorstellig werden. Ihn um einen Blutbefund bitten. Ich habe gelesen, diese kosten 10 bis 100 Euro. Das Überlaufbecken, das genau das verhindern sollte, in Jennersdorf, meine Biberpfütze, die ist total über die Ufer getreten und auf der anderen Seite über den Erdwall rüber auf die Straße geschwappt. Ich hoffe, es hat den Biber nicht mitgeschwemmt.